größte Anstieg an Steuerabgaben seit 17 Jahren. Bürger wird jährlich rund 10.000 Euro vom Lohn abgezogen. Berlin. Im vergangenen Jahr sind die Abzüge durch Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge so stark gestiegen wie seit 17 Jahren nicht mehr. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf neue Zahlen des Bundesarbeitsministeriums. Demnach musste der Durchschnittsverdiener im Jahr 2011 insgesamt 9.943 Euro an Staat und Sozialkassen bezahlen, so viel wie nie zuvor. Dies ist ein Anstieg von rund 600 Euro gegenüber dem Vorjahr. Einen derart deutlichen Anstieg der Abgabebelastung gab es seit 1995 nicht mehr. Besonders stark legte dem Bericht zufolge die Lohnsteuer zu. Im Schnitt kassierte der Staat 300 Euro mehr als im Vorjahr. Auch die Krankenkassen kassierten mehr Geld aufgrund der Erhöhung des Krankenkassenbeitrags von 14,9 auf 15,5%. Durch die höheren Abgaben gingen die Nettoreallöhne selbst bei leichtem Lohnerhöhung entsprechend zurück. Die Lohnerhöhungen wurden quasi von der höheren Abgabelast aufgefressen. Somit profitierten lediglich der Staat und die Sozialversicherung von den Steigerungen.